so einem Gespräch hat meine Mutter zu meinem Vater irgendwie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Richtige tun. Es war immer so, dass meine Mutter sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich auf der Bühne mal stehe. Man hat das Gefühl, jede Sekunde, dass er bis zu diesem Moment gelebt hat, wird in dieser Sekunde, wo er singt, in dieser Musik kristallisiert. Ich habe in einem 10er- oder 12er-Zimmer geschlafen, wo eben auch leicht geistig behinderte Kinder mit drin waren, die dann nachts schrien. Mutti, du brauchst keine Schuldgefühle haben, aber als Mutter kann man das nicht abschütteln. Man merkt, dass eine Begabung da ist und man nicht mal zu einem Vorsingen zugelassen wird, das ist schon hart. Aber es trägt eben auch dazu bei, dass man wächst. Der deutsche Bassbariton Thomas Quasthoff ist zum zweiten Mal mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Als bester Klassiker. He is one of the most naturally expressive human beings I have met. He made me happier to be alive. Letztendlich zur Entscheidung beigetragen hat sicherlich Simon Rattle, der gesagt hat, du gehörst einfach auf eine Opernbühne mit deiner Fähigkeit eben auch Farben zu erzeugen, auch im Gesicht, gehörst du auf eine Opernbühne. Er sagt, mir geht es heute gut. Ich habe mehr erreicht, als ich überhaupt jemals erträumt habe. Und das andere ist eben abgeschlossen.